Sieht so ein Trainingsprogramm aus? Ja, fast. Also auf jeden Fall bleibe ich liegen und werde dir ein paar Mikrofitnessübungen zeigen. Und geeignet sind diese idealerweise für all diejenigen, die auch vielleicht lange schon nichts gemacht haben, die wieder einsteigen möchten. Und ich möchte dir sagen, jede Bewegung zählt, wirklich jede. Mein Name ist Birgit, ich bin Personal Trainerin und ich bin ein großer Fan davon, dass Leute wieder Spaß an Bewegung und dann auch am Training finden. Also lass dich überraschen und steige doch einfach ganz sanft mal wieder ein. Wie sieht's aus? Hast du Lust, loszulegen? Du siehst, die Lehne ist in einer schrägen Position, sodass der untere Rücken auch gut geschützt ist. Und wir fangen zunächst erst einmal an, ganz sanft die Beine in die 90-Grad-Position zu nehmen. Und alles, was du machst, ist jetzt wie so ein Fahrradfahren nach vorne. In sanften, abwechselnden Bewegungen. Damit aktivierst du natürlich auch deinen unteren Bauch. So, und es geht weiter. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über Kreuz zu scheren. Wichtig ist, dass du dich hier an der Seite auch ein bisschen festhältst. Und du machst so viele Bewegungen, wie du machen magst. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Also im Grunde genommen, bis du auch so ein bisschen die Anstrengung spürst. So, dann zwischendurch immer mal die Beine ein bisschen ausschütteln, ein bisschen lockern. Weiter geht's. Aus dieser 90-Grad-Position kannst du jetzt auch Folgendes machen, nämlich die Beine nach vorne strecken. Und zwar alternierend, also abwechselnd. Und du kannst natürlich auch beide zusammen nach vorne bringen und in die 90-Grad-Position zurück. Nach vorne und zurück. Nach vorne und zurück. So, in der Zwischenzeit habe ich jetzt schon mal die Liege in die gerade Position gebracht, weil was wir als nächstes machen möchten, ist eine sogenannte Schulterbrücke. Das heißt, du kommst mit dem Becken nach oben, schiebst es so weit nach oben, wie es geht, und dann senkst du es leicht wieder ab und kurz bevor der Po die Matte berühren würde, gehst du wieder nach oben. Also sanft nach unten und dann nach oben maximal durchstrecken. Damit trainierst du einen Knackpo. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch ein bisschen schwerer machen. Wir kommen in diese Position und Achtung, jetzt hebst du mal ein Bein nach oben. Das kannst du statisch halten, wenn du magst, aber auch dynamisch die Bewegung machen. Ja, von oben nach oben. Allerdings geht das nur mit einem Bein. Mit beiden wird es recht schwierig. Du kannst natürlich dann auch wechseln und immer wieder kontrollieren, dass du hier maximal nach oben gestreckt bist. Und dann wieder die dynamische Bewegung oder einfach nur haltend. Natürlich geht hier auch der gute alte Crunch. Das heißt, wir rollen uns in der Wirbelsäule nach oben und trainieren damit die Bauchmuskulatur. Wenn du die Arme nach vorne nimmst, dann ist das die einfachste Variante. Wenn du dich ein bisschen steigern möchtest, dann nimmst du die Arme senkrecht nach oben. Das ist natürlich etwas schwieriger, senkrecht nach oben. Und wenn du es ganz schwierig machen möchtest, dann machst du Folgendes, dann lässt du die Arme hinten und es ist deutlich schwerer, sich aufzurichten. Setzt natürlich auch höhere Trainingseffekte. Warum nicht planken? Planken geht immer und überall. Und vor allem, du weißt ja, es ist extrem effektiv. Allzu lange kann man ja da gar nicht durchhalten. Und wenn du ein Anfänger bist, dann mach dir doch keine Sorgen. Selbst wenn du nur 30 Sekunden oder gar noch weniger schaffst, wenn du das regelmäßig übst, ich garantiere dir, wirst du besser in jedem Fall. Und das Ziel sollte vielleicht im ersten Step einfach mal eine Minute sein. Auch hier kannst du dich steigern und noch kleine Variationen einbauen, nämlich indem du hinten die Beine hebst abwechselnd. Das setzt natürlich nochmal einen kleinen Schwerpunkt auf die Gesäßmuskulatur,
Ja, das kannst du natürlich mit einbauen. Genauso kannst du zur Seite bewegen. Alles immer abwechselnd. Damit trainierst du dann die Adduktoren. Also Möglichkeiten gibt es vielfältige. Hallo, ich bin schon wieder. Wie wäre es denn mit der seitlichen Variante? Auch das ist möglich. Das nennt man den Seitstütz. Und hier zu halten ist genauso effektiv und anstrengend wie der Frontstütz oder das Planking. Hier trainierst du natürlich eher die seitlichen Muskeln. Kleine Steigerungsstufe gefällig? Na dann heb doch einfach das Bein. Oh mein Gott, jetzt auch noch Liegestütze. Aber wir fangen mit der einfachen Variante an, die sogenannte Ladies-Version. Das heißt, die Beine sind aufgestützt und jetzt gehst du in diese Position nach unten durch einen 90-Grad-Winkel in der Armbeuge, führst du den Oberkörper nach unten. Oder natürlich auch die klassische Variante, das geht natürlich auch. Alles ist möglich, je nach deinem Gusto. Du möchtest Dips machen, das heißt dein Trizeps trainieren. Das geht natürlich auch. Aus dieser Position heraus streckst du dich nach oben, bleibst ganz stabil in der Körpermitte und dann natürlich hinten im Ellenbogengelenk machst du einen leichten Knick, bewegst das Becken nach unten und streckst dich dann nach oben. Aus dieser Position heraus kannst du natürlich auch statisch den Trizeps trainieren und dann diverse Übungen machen mit den Beinen. Das heißt, so diese Halterarbeit auszurichten ist schon anstrengend, aber jetzt könntest du wiederum mit den Beinen ein paar Übungen ausführen und du hättest somit einen zusätzlichen Trainingseffekt und das ist natürlich fantastisch. Und wie in meinem Fall, dazu noch den herrlichen Blick auf das Meer. Ich sag's euch, da fällt jede Anstrengung fast schon leicht. Zumindest ist man abgelenkt und hat noch dazu frische Luft. Es ist einfach aus meiner Sicht perfekt. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen dynamischen Part. Das heißt, über Kreuz strecken wir Arme und Beine. Das heißt, wir beginnen damit, dass der rechte Arm ans linke Knie kommt und jetzt streckst du beides und kommst wieder zurück. Führst zusammen und streckst. Führst zusammen und streckst. Zusammenführen und strecken. Das Ganze natürlich auch mit der anderen Seite. Eine weitere Übung ist das Strecken der Hüfte nach oben. Die Zehenspitzen sind hinten aufgestellt und jetzt streckst du dich in diese Position, machst dich ganz lang und kommst zurück. Strecken und zurück. Und noch einmal. Sanft und locker und jetzt wie eine Feder spannst du dich nach oben. Ja, ich hoffe, dir hat das kleine Programm gefallen. Du kannst selber bestimmen, wie intensiv es ist, wie lange es dauert und vielleicht fallen dir auch noch ein paar eigene Kreationen und Trainingsmöglichkeiten ein. Auf mich wartet jetzt eine Abkühlung und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns bald mal wieder sehen auf meinem Kanal. Es grüßt dich ganz lieb und herzlich, Birgit.